Das war meine erste Nacht im Haus von Rosine Ruskade. Oh, ich habe viel geträumt. Ich habe lang geschlafen. Und gestern war das ja wirklich eine Odyssee, hier herauszukommen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich musste dann von Melun in ein Taxi, ich wollte erst in ein Taxi steigen, dann hat sie gesagt, na, ich kann den Bus nehmen. Aber ich bin mit dem Bus bis Fontainebleau geschickt worden. Und von dort ging dann angeblich ein Bus wieder nach Mollerohr. Aber das stimmt gar nicht. Der ist heute gegangen. Also abends um 8 war ich ja dann erst in Fontainebleau. Da ging natürlich kein Bus mehr. Und dann musste ich ein Taxi bezahlen. Ich habe dann handeln können, das ist ein bisschen günstiger war. Aber ich habe 28 Euro bezahlt. Puh, sowas passiert mir ja normalerweise nicht. Aber ja, wie man weiß, wenn man neue Wege geht und andere Dinge tut, dann kommen auch Kosten, die nicht kommen dürfen. Aber jetzt bin ich da. Oh, so viele Erinnerungen. Und heute Nacht habe ich geträumt von den Pinings. Von Annette habe ich ganz viel geträumt. Und dann habe ich gedacht, oh, ich würde so gerne die Kinder mal sehen von ihr und auch von Katja. Und die Kinder von der Jenny Röther-Ritzenhoff. Und ja, was habe ich noch geträumt? Ich habe so viel geträumt. Einmal war ich kurz wach. Ein paar Mal, also in der Nacht war ich ein paar Mal wach. Aber dann habe ich noch mal tief geschlafen. Und das sieht mir gut. Jetzt bin ich wieder jung und schön und frisch und voller guter Dinge. Ich weiß, das ist der erste Dinge, was ich machen muss, ist einmal zu Fuß gehen von Moulin her. Weil das ist ein Spaziergang von 1,5 Stunden. Und das kann man machen, wenn kein Zug geht oder keine Verbindung ist. Man darf nur kein Gepäck haben. Hier ist das schön. Oh, es schaut eigentlich alles recht gepflegt aus, obwohl es ziemlich nass ist. Ich wollte trotzdem diesen Weg gehen, weil das ist der Schleichweg zum Dorf. Ich muss schnell was einkaufen, damit ich ein bisschen was zum Essen habe. Hier ist eine ganz saubere Parzelle. Das kann man vielleicht auch pachten. Mein neues Zuhause. Ich fühle richtig so, als wenn ich Französin werden will und hier im Bourlera leben möchte für eine Weile. So, jetzt muss ich Schluss machen.